Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in einer Runde vorgestellt, und zwar ein neues Spiel, Black Skylands. Und zwar ist das die Vorschau Nummer 1. Ich habe den Key von den Entwicklern bekommen. Das ist Hungry Couch Games und Publisher ist Tiny Build. Ja, und wir schauen uns das, denke ich, mal gerade an. Ich habe kurz einmal reingeschaut, wie man sieht, und ja, ich werde mal gucken, dass wir jetzt ein neues Spiel starten. Das machen wir nach dem Intro. Bis gleich. Ladevorgang. Okay, ein Dorf oder sowas. Mama, Mama. Eva, meine Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Nimm doch Platz, das Frühstück ist gleich fertig. Mama, Papas Schiff hat angelegt. Ich habe es mit dem Fernrohr gesehen. Papa ist zurück, er hat es geschafft. Ich habe dir doch gesagt, dass er rechtzeitig wieder da sein wird. Ja, dein Vater ist im Wohnzimmer. Er möchte nicht gestört werden. Also, Papa, ich komme. Okay, das wird das Tutorial sozusagen dann sein. Hier steht WASD. Sprich mit Richard und dann kann ich dann damit gehen. Und Richard wird das dann sein. Ach so, mit dem Dingens gehe ich da drauf. Papa, du warst eine Ewigkeit weg, mindestens 100 Jahre oder 200. Ich habe dich so sehr vermisst. Eva, hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass ich zu arbeiten habe? Alles Gute zum Geburtstag. Wo warst du? Was hast du dir gedeckt? Bist du zum Rand des Himmels geflogen? Hast du den Vater der Wale gesehen? Erzähl schon. Showdown, you'll find out everything later at the fair. But now I've got a job for you. I left one box on my ship. Be a pet and run and get it. Also, wie ihr seht, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Und hier hat es halt einen Text nicht in Deutsch geschafft, ne? Also, klar. Mach ich. Eine Schachtel. Na schön, Admiral Richard erteilt Befehle. Kapitän Eva führt sie aus. Setzt die Segel. Gelang mit Hilfe deines Haken zu Richards Schiff. Kein Ziel, okay? Gelang mit Hilfe, ja, ich muss erstmal da oben hin. Hier sieht man diesen Marker, das heißt 27 Meter bis zum Ziel. Also mal schauen, dass wir an diesen ganzen Sachen hier vorbeikommen. Da ist das Schiff. Zum Abfeuern des Hakens rechts klicken. Okay. Und dann muss ich auf die Luke. Und E ist auch nehmen. Hang Richard, die mysteriöse Kiste. Wie komme ich jetzt hier runter? Geht der Haken da dran? Habt ihr gesehen, ich bin hier abgestürzt, hab dann nochmal schnell gedrückt, dann hat er sich hier oben wieder verankert und dann bin ich hier hingekommen. Haben wir Glück gehabt, ne? Wir waren fast gestorben. Nur vom Kiste holen, oder Päckchen holen, Paket, Geschenk, keine Ahnung. Abstellen, Kiste drücke, eher. Eva, nicht jetzt, ich meine den Ernst. Ah, das mit dem Abstellen hat wohl nicht geklappt, ne? Richard. Okay. Top-Down-Grafik ist jetzt näher gekommen. Ah, Eva, das ist ein Geschenk für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, meine Tochter. Oh, was ist das? Eine Pistole wie von einem echten Piraten? Du wirst nicht glauben, wie schwer es war, sie zu bekommen. Niemand in ganz Aspia besitzt noch so eine Pistole. Danke, Papa. Können wir jetzt spielen gehen? Du kannst mein Bootsmann sein, so wie früher. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss mich auf den Jahrmarkt der Erfolge vorbereiten. Warum hilfst du mir in der Zwischenzeit nicht, Eva? Ich habe Aaron gebeten, mir Beeren für die Torte zu besorgen, aber dein Bruder ist nicht immer nicht zurück. Wahrscheinlich spielt er wieder mit den Jägern. Frag doch Onkel Kain. Vielleicht hat er ihn gesehen. Dann kann er dir auch gleich den Umgang mit deiner Pistole beibringen. Großvater Oswald, bist du auch gekommen? Aber natürlich, meine liebe Enkelin. Wie könnte ich deinen Geburtstag vergessen? Hier ist ein Geschenk. Wie toll, eine Mutter, eine lebendige Mutter. Sie ist so niedlich. Danke, Großvater. Ich finde, du bist alt genug für eine eigene Mutter. Sie heißt Luma. Nur, du bist einfach toll. Wollen wir spazieren gehen? Okay. Kein Ziel, sprich mit Kane. Pistole nehmen wir. Zum Nehmen, also wirklich. Ja, okay, das haben wir gerade getan. Jetzt Kane ist hier oben rechts, wie wir wieder an dem Marker da sehen. Und da steht Kane. Was hast du denn da, Kleines? Fräulein, eine Spielzeugpistole? Soll ich dir mal eine echte zeigen? Eine, mit der man Leuten wehtun kann? Nix. Crash, du machst da kleinen Angst. Geh mir aus den Augen, bevor ich dir Geduld verliere, und denk mal über dein Verhalten nach. Bitte entschuldige meine Kameraden, Eva. Er ist ein Narr und ein kranker Mann. Verschone ihn, verschwende deine Kugel nicht an ihn oder schieß deine Pistole gar nicht. Doch, ich glaube schon. Ich weiß nur nicht wie. Sie ist toll, nicht wahr? Papa hat sie mir geschenkt. Onkel Kane, bringst du mir bei, wie man damit sie benutzt? Ha, und seit wann ich bin dein Onkel? Meine Mama hat gesagt, ich soll dich ab jetzt so nennen. Du bist doch nicht der Anführer der Jäger.
Ich habe ein lauernder Sarg, lass mal sehen. Sieht wie eine ganz normale Pistole aus. Nimm einfach das Ziel ins Visier und dann drück den Abzug. Ganz beruhigt, versuch's mal. Zum Feuern drücke links, zum Nachladen R. Ja. 15 Mal muss ich schießen. Jetzt ist sie leer. Geht aber von alleine nach. Wahrscheinlich 10 Schuss, ne? Einen noch, dann sind es 15. Genauso ist es. Das war jetzt der Anker, ja. Wie werde ich das jetzt los und kann mit dem Schach? Nee, da war jetzt eh. Wer ist ein hübsches Vögelchen? Wer ist ein ganz kluger? Du bist ja da meine ganze Stolz. Sieh nur, mein gefiederter Freund ist auch stolz auf dich. Dein Falke ist groß geworden, so stattlich. Danke, Eva, du bist die geborene Schützin im Ernst. Das eine Auge sieht schärfer als zwei. Wie? Passt gut darauf auf, wenn du nicht als erste blinde Scharfschützin in die Geschichte eingehen willst. Haha. Weißt du, ich habe dieses Jahr ein Ausbildungslager für junge Krieger wie dich eröffnet, in der Nähe des Tal des Zimmerleute. Oh, dann ist Aaron wahrscheinlich zu deinem Lager geflogen. Dein Bruder hat sich schon wieder aus dem Staub gemacht. Ach ja, stimmt, er hat mich gestern über das Lager ausgefragt. Das bedeutet nichts Gutes für meine Jungs und Mädels. Willst du sie nicht retten? Klar, wir müssen nur die erste Papas Schiff zusammenflicken. Ich laufe gleich zu Onkel Jim. Laufe, halte gedrückt. Also, laufen geht mit Shift. Okay, ich muss doch da unten. Und dann dahin. Da ist er. E. Jim, der Ingenieur. Herzlichen Glückwunsch, Eva. Wie geht's deinem Papa? Vor fast genau einem Jahr verschwand er als er Krankvorsorger und dann taucht er wieder auf, genau rechtzeitig zum Jahrmarkt. Hallo, Eva, was hast du denn da? Eine Pistole? Ernsthaft? Zeig mal her. Ich weiß nicht, was das alte Schlitzohr Richard diesmal mitgebracht hat, aber ich sehe, wie seine Augen leuchten. Ich habe das Gefühl, die Unsnäher werden in diesem Jahr nicht mit unserem Jahrmarkt mithalten können. Onkel Jim, kannst du mich ins Jägerlager bringen? Papa hat mir erlaubt, sein Schiff zu nehmen. Es müsste allerdings erstmal repariert werden. Geht klar, lass mich nur erst meine Arbeit zu Ende bringen. Komm später wieder. Eva, darf ich deine Pistole zerlegen? Setz sie auch wieder zusammen, versprochen. Elsie, Mädchen, vielleicht solltest du mir das Reparaturset geben, dann kann ich das Schiff selbst reparieren und losfliegen. Was meinst du? Du spinnst doch, Eva. Papa wird furchtbar böse sein. Erst ist er böse, dann vergisst er es wieder. Kommt schon, was wäre ein Leben ohne Abenteuer? Ich fliege direkt hin und sofort wieder zurück. Niemand wird es merken. Na schön, aber sag was bloß nicht Papa hier. Reparatursets im Laderaum. Habe ich das jetzt mitgenommen? Das ist die Frage. Aber ich sehe hier keins. Ich werde es wohl gekriegt haben. Haben wir ein Inventar? Pff, keine Ahnung. Naja, wir gehen da jetzt erstmal hin. Und dann platzieren wir das da. Ah, ich habe es wohl mitgenommen. Und muss ich noch was tun? Nee, ich glaube nur Escape drücken zum Schließen. Zum Reparieren E gedrückt halten. Ja, ach so, da oben ist der Dampf und da muss man E gedrückt halten. Alles klar. Reparatursitz erforderlich. Sehr schön. Wie? Ich habe das doch gerade gehabt und das habe ich da unten reingelegt, oder? Jetzt ist es weg. Reparatursitz erforderlich. Aber hier ist es doch nicht, oder? Tja. Habe ich es weggeschmissen irgendwie? Nee, ne? E drücken, 50% befüllen. Ist das verloren gegangen oder wie? Ich weiß es nicht. Oh, da muss man aber aufpassen. Ne? Ich werde da beinahe schon wieder runter. Ach, das Reparaturset habe ich jetzt gerade in der Hand. Sehr schön, oder? Das müsste mir mal nur einer sagen dann. Schiffsreparatur. Um das Schiff zu reparieren, muss der Reparaturset im Laderaum des Schiffs sein. Aha, okay, jetzt steht das da. Space gedrückt halten, alles klar. Okay, das habe ich geschafft. Ah, jetzt geht's. Kein Ziel. Sprich mit Elsie. Elsie ist da unten wieder.
Ja. Okay, haben wir noch gerade so geschafft, wa? Elsie war doch das Mädel hier unten, oder? Ne, Jim der Ingenieur. Wo ist denn Elsie? Ach so, da muss ja irgendwo der Marker sein. 20 Meter höher. Ach, Elsie steht jetzt hier. Ich werde zu Borwans Forstlager fliegen und nach Aaron suchen. Mama meint, er sei dorthin geflogen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wahrscheinlich ist der Treibstofftank des Schiffs leer. Du solltest einen Zwischenstopp an der Tankstation einlegen. Alles klar, danke, Mädchen. Fliege zur Tankstelle. Steuer übernehmen. Okay. Okay, da gibt es neue Einheiten. Tachometer, Schiffsmunition im Laderaum. Schiffskraftstoffleiste. Ist ganz unten. Reparaturset im Laderaum. Okay, keins. Schiffsgesundheitsleiste grün. Okay. Fliege zur Tankstelle. Ich habe keine Ahnung, wie man da fliegt, aber es tut's. Tankstelle ist da. Kein Ziel auf Treibstoff. Super, das hat voll geklappt. Und wie kaufe ich jetzt Treibstoff? Kaufe einen Treibstoffkanister. Zu nehmen eines Kanisters E drücken. Steuer übernehmen. Ach so, ich muss das wo machen wahrscheinlich. Okay, das hat geklappt. Kommt aber irgendwie nicht hin. Ach so, da geht's rein. Okay. Ein Behälter, um Kraftstoff zu lagern und zu transportieren. Exklusive Preis 100. Gedrückt halten, kaufen. Kein Ziel für deinen Treibstoffkanister. Fülle dein Treibstoffkanister. Ah, der gibt's da. Gedrückt halten, Kanister auffüllen. Habe ich das jetzt gemacht schon? Ich will's hoffen. Ich weiß es nämlich nicht. Und jetzt muss ich hier auffüllen, oder wie? Halte E gedrückt. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe das Ding jetzt auch hier irgendwie verloren. Ich krieg's auch nicht. Oh, das war knapp. Ah, jetzt drücke ich es irgendwie. Jetzt hat es irgendwie geklappt. Oder auch nicht. Ich bin runtergefallen. Alles klar. Okay, Lumas Energie aufgebraucht. Die hat mich retten können, sozusagen. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Fortsetzen, Space drücken, gedrückt halten. Jo. Das war, würde ich mal sagen, das erste Kapitel für uns. Wir haben schon gesehen, wie man stirbt. Ich weiß zwar nicht, wie man tankt, aber das ist jetzt erstmal nicht relevant. Wir werden in der nächsten Runde hier weitermachen, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.